3,1 Sekunden weg wird, also schon ist die persönliche Runde mit 1,40. Ja, moin Papa Joe, hi! Never saw you coming my way. Heavy adrenaline, hands down. Turn my reality sideways. That's when it hits me right through the heart. The look in your eyes, I'm so surprised. Take emotions for a ride. When our worlds collide, our worlds collide. When our worlds collide. That's when it hits me right through the heart. The look in your eyes, I'm so surprised. Take emotions for a ride. When our worlds collide, our worlds collide. When our worlds collide.
Ja, moin moin meine Lieben, da bin ich wieder. Live und in Farbe. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei der Liga 1. Wir waren immer noch in Barcelona, immer noch ohne Schikane. Man mag es kaum glauben. Ja, ich freue mich, ich wünsche euch viel Spaß. Ich denke mal, wir werden ein schönes Rennen haben. Genauso wie vorhin in der Liga 4. Und ja, switchen wir rüber zur Strecke, wa, Mädels? Oh, da hat der Host mal eben die Lobby beendet. Da müssen wir wohl nochmal neu rein in die Lobby, wa? Ja, dann gar kein Thema. Zack, neue Lobby rein da. Abfahrt. So. Das sieht doch schon besser aus. Da sind wir wieder drin. Die Jungs joinen gerade. Da sind wir wieder. Guten Abend. Hallo, Excellent. Hallo, Ötti. Hallo, Alexis. Ja, das wird auf jeden Fall ein Reifenverbrennungssimulator. Da hast du vollkommen recht. Auch nochmal Papa Joe. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir warten nochmal eben, weil die Lobby gerade neu gestartet wurde. Magic und Steffen sind schon drin. Ich gucke mal. Magic ist drin und das war's. Ja. Hallo Zero. Tommy ist dran. Don ist drin. Eis ist drin. Madame, hi. Schön, dass du wieder da bist. Sie hier noch hin und her switchen. Gesundheit! Mein Gott! Eieiei. Chris, danke dir für den Raid, mein Lieber. Danke, danke. Danke dir, mein Lieber. Gesundheit, ja. Hallo Detonator, schön, dass du da bist. Hallo Piddle. Volker Butsch, schön, dass du da bist. Waffe ist wieder da. Hi, Racer. Hi, schön, dass du da bist. Ich komme ganz durcheinander. Auch jetzt Zombie und Raptor. Ja, Sascha ist auch wieder am Start. So, wir haben 9 von 16 Spieler. Ein paar kommen wohl immer noch nicht rein. Da müssen wir eben kurz warten. Da, toll. Nun komme ich wieder nicht rein. Dann, aber nun komme ich nicht mehr rein. Steffen kommt jetzt nicht rein, okay. Ja, wir warten mal eben, wo sind die anderen? Also, ja, wir sind gespannt, wo die sind. Ach, wie fertig hier. Jetzt wollen wir die Sache schon mehr. Also, was machen wir jetzt Schönes hier? Wir warten darauf, dass wir starten können. Aber der eine oder andere Fahrer fehlt noch. Und falls man ihn nicht sieht, jetzt sieht man mich. Was ein Zufall. Ja, ich gucke nochmal in Discord rein. Soll ich wieder ein Lobby machen? Letztes Mal kamen alle rein und so. Ja, dann machst du jetzt ein. Okay, Excel macht nochmal eine neue Lobby. Dann gucken wir da gleich nochmal rein. Lobby hat offen. Dann geht der andere wieder raus. Dann gehen wir gleich wieder rein und dann gehen wir wieder raus, dann gehen wir wieder rein. Ja. Dann gucken wir mal. So, als kleiner Funfact für alle, die es nicht wissen, wenn ihr mal den Cage leeren müsst, gehst du hier auf Netzwerk, löschen, ja, und dann ist fertig.
Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die Lobby joinen. Ich wollte euch das nur mal zeigen, weil es gibt Leute, die wissen das nicht. Ich wusste es auch mal nicht. Und ja, jetzt weiß ich. Jetzt warten wir noch eben. Ja, bis sich hier die Lobby gefüllt hat, weil da ein, zwei Leute nicht reinkamen. Deswegen warten wir nochmal. Ist immer noch vier Leute erst drin. Warten wir noch einen kleinen Moment und warten noch einen kleinen Moment. Ja. Und dann gehen wir gleich rein. Ne, meine Lieben? Melvin, moin, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Chris schreibt, howdy. Raptor G sagte das voll kaputt. Das gute alte rein raus, wie ganz genau. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal in die Lobby hier. Schreibt der Chat. Lobby ist offen. Ja, ich würde sagen, wir joinen der ganzen Sache jetzt mal. Und dann hoffe ich, dass wir langsam starten können. Ich habe mich vorhin noch extra geschrieben in die Leitung hier. Ja, in den Chat der Strecke der Lobby. Mein Gott. Wir starten pünktlich. Hat nicht geklappt. Bulle, mein Lieber. Hi. Dich wollte ich mal anschreiben bei Discord. Habe ich aber vergessen. Jetzt fällt es mir wieder ein. So. 8 von 16 Spielern sind da. Der Gerd, Watt, Ice, Excellent, Magic, Raptor und der Tommy Gun. So, ich würde auch sagen, wir müssen jetzt einfach mal starten. Was kannst du machen? Nix nämlich. Wenn halt nicht die Leute in die Lobby kommen. Das liegt auch wieder an Gran Turismo oder. Wir wissen es nicht. Update kam ja wieder unverhofft. Ja. Gut. So, Flash ist dabei. Haki ist da. 10 von 16. Werden mehr und mehr. Schon mal auf die Strecke zum Zuschauen. Da gehört ein schickes Auto. Werden jetzt noch ein paar Runden fahren, aber mal mit. Da tut sich hier auch was. Gucken wir wieder in den Squad rein. Der Genesis sieht echt schick aus. Ja, kann ich mir zustimmen. Gefällt mir auch sehr gut. Haben ein schönes Design gemacht. Zweites Auto an, kommen nicht mehr rein. Jetzt startet neu. Melvin startet einmal neu, okay. Excellent hat jetzt die Lobby übernommen, das ist der Lobbyhost. Ich habe so richtig Bock auf Daytona nächste Woche, nur doof, dass ich Porsche fahre. Ah, das wird schon schief gehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt hier in Liga 1 noch alle reinkommen. Steffen kommt nicht rein. Das ist doch doof, sowas, ne? Das ist echt ärgerlich. So, es ist echt ärgerlich, dass das jetzt nicht geht. Warten wir mal zwei, drei Autos ab. Ja, liebe Zuschauer, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht, dass ihr fit seid, dass ihr Bock habt. Ja, nächste Hälfte wieder raus. Gut, dass ich nicht mit hier. Ah, ich weiß, dass er nicht reinkommt, aber ich kann nichts machen, liebe Zuschauer, ich kann da nichts verändern. Ah, oh, Mann. Hallo Moni. East Team, ihr Titel. Moment. Er hat doch extra gewechselt auf Liga 1. Eigentlich sollte er das aktualisiert haben. Liga 1 Rennen 4 steht hier. Nur bei mir.
Ich steht doch GTSL Liga 1. Jetzt ist Rennen, was so eine Schikane. Das ist richtig, mein Lieber. Ich nicht an mir. Aiki mit dem wunderschönen Auto hier. Ja, Auslässiger, ich weiß, dass er nicht reinkommt, aber was soll ich jetzt machen? Ja, hast du nicht aktualisiert, Lord Deadline, wa? Einmal in die Lobby zurück. Einmal in die Lobby zurück, bitte. Und jetzt? Wer alles da ist? Ice, Excellent, Heiki, Flash, Raptor, The Gerd, Tommy Gun, What, Magic. Und das war's. Ist nicht so voll. Ja, dann schreibt das mal bitte in den Discord aussetzen, dass wir nochmal eine neue Lobby machen. Und dann schauen wir. Jetzt sind es 12. Melman ist jetzt auch da. Jetzt Lobby weg. Gut. Naja, im Laufe des Tages werden wir diese Lobby schon zusammenbekommen. Und dann wird es auch irgendwann losgehen. Ich bin mir da sehr sicher. Wir kriegen das hin. Chaka, chaka. So, so, so. Gucken wir, was das nächste kommt. Ja, mal gucken, was das nächste Update macht, genau. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Da ist die Lobby. Was ein Krampf, Raptor, da hast du vollkommen recht. Ist immer wieder schade, ne? Der Brandung ist für uns da so ein, ja, so ein Theater macht, ne? Ja, naja, was willst du machen? Schauen wir mal, geben wir uns das Bestes. Hoffen wir, dass es klappt jetzt gleich. Ich drücke auf Beitritt und es kommt immer Zeitüberschreitung, sehe ich hier. Ja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ja, zum Glück haben wir alle Lichter drauf, ja. Ich weiß es auch nicht. Ja klar bleibe ich draußen. Ich wollte jetzt gerade noch runter auf den Balkon. Ach, ich habe gar keinen Balkon. Genau, kann sie machen. Nichts, musst du gucken zu. Was kann man sonst noch Schönes machen? Ich überlege mir was. Ach, was ein Zufall. Guck mal hier. Exzellent. Führt das Ganze an. Gucken wir uns nochmal an. Longa dahinter mit 11 Punkten Rückstand. Dann haben wir den Melman mit 70 Punkten auf der 3. Wir haben den Ice mit 66 Punkten. Dann den Gerd mit 66 Punkten. Die sind sozusagen punktgleich. Und dann haben wir auf der 6 The Don mit dem Nissan GTR mit 48 Punkten. 2 Punkte hinter der Heiki. Dann kommt schon der Giftzwerg, der Dio, die Steffen, der Flash, Raptor, Tommy Gun, Magic, das Baum und der Mephis. Und siehe da, wir haben jetzt 2 Fahrer in der Lobby, mehr nicht. Steffen ist schon mal drin, wir kommen weiter. Ja, Chris, so eine Rindsroulade kannst du ruhig mal vorbeibringen. Ich sag da nicht nein, mein Lieber. Bring mal rum hier. So, Magic, was ist mit dir? Beeil dich, beeil dich. Und 2 von 3. Magic ist drin. Okay. Gucke noch mal, es sind 2 drin. Dann weiß ich nicht, ob Magic drin ist, mal lieber. Aber ich sehe kein Magic.
Ah, Bullet, danke dir, mein Lieber. Danke dir, Bullet. Kannst du mich mal vielleicht auf Instagram, ach Quatsch, Instagram, auf Discord einmal anschreiben, bitte? Das wäre ganz cool. Batzi Marzi, hallo, herzlich willkommen, mein Lieber. Ja, wir warten, wir warten, wir warten. Ja, Magic schreibt auch in Discord. Ja, Magic kommt wohl nicht rein. Netzwerkfehler, ja, schade. Was Spannendes aus meiner Jugend. Wie war dein Wochenende? Ja, also Freitag war ganz schön. Da ich schon einmal gemacht habe. Gestern war ich auf einer Hochzeit. Heute war ich dann am Stream. Und morgen gehe ich arbeiten. Das war die Kurzfassung. Da bitte jemand kontrollieren, dass der Excel sich auch nicht warm fährt. Ja. Damit wir das schon offensichtlich verstehen, sich Magic und Steffen nicht. Das kann durchaus sein. Extern hat gerade eine neue Rundenzeit reingehauen. So, also. Aha, aha, aha. Wir aktualisieren nochmal und dann geht's rein. So, jetzt sind auch schon mehr gejoint. Ich gehe jetzt dazu und dann heißt es leider schade, aber was willst du machen? Ich würde sagen, wir müssen langsam, wir starten dann leider ohne mich. Genau. CT sagt's gerade. Ich muss auch langsam ins Bettchen, ich werde ja alt. So. Es wird voll. CT schon wieder? Ah, yeah. Ja, Gifty kommt. Ja, Gifty muss sowieso fahren, oder nicht? Ah, driftet denn hier? So schnell hier. So. Magic, guck mal hier im Chat. Der CT wird dir helfen bei deinem Router, um da vielleicht das Problem zu lösen, wenn es daran liegt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mal los. Wir haben dabei 12 Ice, Exlin, Zedon, Heiki, Flash, Raptor G, da gehört Tommy Gunn, Watt, Steffen, Melman und ich. 12 von 16. 11 Spieler sind beigetreten. 11 Spieler sind beigetreten von 12, das hört sich gut an. Mehr haben wir nicht. 13 Spieler sind in der Lobby. Kann er dann auch hier? Ah, gibt's ja kam, Elmion kam. Doch, es wird mehr, es wird mehr. Ich weitergeleitet. Es wird mehr, es wird mehr. So, jetzt haben wir 12 Spieler von 13. Zirk ist dabei.
So, jetzt haben wir 14 von 16 Spielern. Ich würde sagen, der Drache ist auch dabei. Jetzt hat Dino gleich voll hier. Ja, so sieht's aus. Okay, let's go. Let's fetz. Ja, Landy, da hast du recht. Eine Kundin hättest du auf jeden Fall schon. Bitteschön. 13 Fahrer haben wir. Alle beigetreten. Ja, dann. Abfahrt. So, es geht los. Mit 20-minütiger Verspätung starten wir ins Rennen. Endlich, wa? Schlimmer als bei der Bahn. So, auf geht's, Abfahrt. Jetzt geht's los. Also, viel Spaß, ab die Post. Also, vorne erstmal der Excellent. Da gehört. Dann haben wir den Melvin. Im GTR. Ja, ein Eis im GTR dabei. Eine Steppen dabei. Der Don im GTR. Bud im McLaren. Tommy Gunn im Peugeot. Raptor G Peugeot. Der Drache im Peugeot. Wir haben den Heiki mit der Viper. Wir haben den Flash mit dem Audi R8. Und wir haben den Gipswerk im BMW M6. Also, alle vollzählig, alles da. Ab geht die Post. Ins Quali. Das lange Wert wird endlich gut. Wünsche euch viel Spaß. Schönes Rennen hier, Liga 1. Hoffen wir mal, dass jetzt alles gut geht. Sollte schief gehen. Jetzt geht das nicht, das gibt's auch gar nicht. Auf geht's auf jeden Fall in die erste schnelle Runde. Boom, excellent. Fahren wir ein bisschen auch mal mit. Was hat denn Zeit, die gleich raushaut? Aha, jetzt geht's doch. Da liegt zwar in der Rechtschreibung. Gut, gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Rückverkamera ist so krank. Ja, das ist ein riesen Ding direkt da in der Mitte, ne? Aber ich kann ja auch noch die hier anbieten. Da siehst du auch diesen mächtigen Flügel, der echt groß ist. Und ja, der Excellent ist jetzt schon hier im letzten Teil der Runde.
Früher ging es hier ab in die Schikane, jetzt geht es nur noch zweimal rechts rum. Vorher rechts in die Boxengasse. Ja, wenn wir die erste Zeit haben, ist das eine 38,8. Direkt als Anfang hier 38,8, das schafft er. Und 38,7 waren noch ein bisschen schneller. Wahnsinn. Was fand der Gehört dahinter? 40,1, dann kommt der Eis. 39,3, dann kommt der Steffen mit einer 40,5. Watt als nächstes dran. Ja, ist ein großes Auto, das ist echt eine Wuchtbombe, ne? Der SX. Da haben wir hier die 41,7. Was fährt so Donald GTR? Der Don fährt hier nach 46 erstmal. Melvin dahinter kommt jetzt aus der Box noch. Heiki mit der Viper ist der nächste Eiskandidat. Weil die nur ausgelost wurde, die Strecke, Moni. Und deswegen fahren wir die. Tommy Gahn 1,41,2 aktuell 8er. Watt auf der 9. Drache auf der 10. So Don, da kommt gleich noch was. 40,3 jetzt vom Giftswerk. Melvin kommt auch noch. Also erstmal hier vorne die Sekunde Strafe jetzt für den Excellent. Das heißt, die Runde wird nichts. Track-Limits gehabt. Genauso wie die Jungs heute am Red Bull Ring. Da haben wir Eis in den Nissan GTR. 39,3. Das ist schon stark. Das ist eine richtig schnelle Zeit. Flash mit dem Audi R8. Eine super Runde gelungen. Da haben wir den Flash. 39,663. Das ist auch richtig stark. Das ist nicht mehr Köpfe, ja. Das ist heute ein Buffet, da wird nichts gemacht, deswegen vielleicht. Also hier der Audi R8 stark unterwegs, der Flash. Extern an der Box, der holt sich neue Reifen. Am Monster ohne Schikane wäre auch hart. 40,09 vom da gehört wir ins richtige Gewerbe. Und 38,9 jetzt vom Eis. 40,2 vom Steffen. Da wird noch mal ein bisschen nach vorne gerutscht. Ah, da ist die Strafe. Da haben wir die Eiszeit 38,988, also echt stark. Da gehen wir weiter. Jetzt der Don hat sich reingeschoben. 39,658. 5000ste vom Flash. Melvin hat sich jetzt nach vorne geschoben. 39,70 der Heiki. 40, das ist die perfekte 1,40 vom Heiki. 40,000. Besser hätte man es nicht treffen können. Aber auch der gehört 40,009, auch eine richtig starke Zeit. Steffen 40,280, auch gut. Da haben wir Giftswerk 40,3 noch, da geht vielleicht gleich noch was. Ich denke, dass der Excellent jetzt mit weniger Sprit nochmal eine schnellere Runde raushauen will. Da haben wir hier den Drachen. 40,7 aktuell noch. Raptor G, wie sieht es bei ihm aus? 40,9, da geht auch noch was garantiert. Hat er jetzt ein GTR hinter sich? Und ein Genesis X vor sich, wenn ich es richtig gesehen habe. 1-1 noch in WhatsApp, wusste nicht, dass die fällt. GG, ja. Excellent ist einfach ein Tier, ne? Kennt kaum jemand, der schneller bei Radwurst unterwegs ist als er. 39,882 jetzt von der Gerd, kommt sie noch mal verbessern. Giftswerk auf der 9. Tommy Gunn 41,2, da geht mit Sicherheit noch was. Auch bei Watt geht ganz hier noch was. Mit dem McLaren, der ist schon durch. Erste Runde, ja. Und Excellent lässt jetzt Luft. Hat sie neue Reifen geholt, lässt Luft. Raptor G 40,2, sage ich ja, da geht noch was. Oh, das wird keine schnelle Runde von Excellent. Eis hat sich jetzt mit einer 38,988 immer noch davor auf die 2 geschoben. Sedon, Flash, Melman, der Girl, Heike an der Box. Ja, erste Runde hat Chef recht, das ist echt krass. Mal gucken, was da dahin noch geht. Giftswerk 40,2, ja, auch verbessert. Tommy Garden 40,8, also alle jetzt nochmal auf dem Vormarsch. Irgendwann der Excel wird da nochmal ein paar Zehntel draufpacken, wenn er hier mit leerem Tank und neuen Reifen nochmal eine Runde raushaut. Gucken wir mal, was der zweite Sektor für Eis sagt. Vielleicht geht da noch was. Weil es sind zwei 8 Minuten, Boxenstopp lohnt sich nicht mehr. Schauen wir mal, eben hat die und die Steffen unterwegs. Was macht der Don? Mit der Fuchtbombe hier mit dem GTR.
5000stel vor Flash. Echte mega Zeit von Flash auch mit dem Audi A8. Und gleich wechseln in der letzten schnellen Runde. Sieht aus bei Sedon, da passiert nicht viel. Excellent. Jetzt aus seiner Hauptlap hat aber Verkehr. Wir gucken mal, wenn er jetzt hier Richtung zweiten Sektor kommt, Ende des zweiten Sektors. Na, der bricht auch ab. Okay. Steffen, 39,8. Wie sieht es mit Watt aus? Der kommt jetzt hier. Fährt Richtung Startziel. Der hat einen Schaden für Magic, mein Lieber. Wollen sie sich verbessern? 40,4. Der 41,4. Tommy Gunn. Auch verbessert. 40,5. 39,4 jetzt von Melman. Auf der 3. Giftswerk 40,2. Alter Schild. Der kommt auch nochmal. Oh, weit raus. Und jetzt gucken wir mal. Was macht der M6? Konnte sich nicht verbessern. Rap the G. Der G auch keine Verbesserung. Boxrunde von Heiki. Boah, das wird knapp. Vielleicht kann er. Die kann er nicht mehr gehen. Das war's für Heiki mit der 1,40. Da wird nichts mehr passieren. Was macht der Gürtel? Der ist durch. Steffen ist durch. Flash konnte sich auch nicht verbessern. 40,1. The Don auch nicht. 30 ist schon stark. Melman 39,4. Auch Hammer. Ja, Heiki ist eine 40,000 gefahren. Und Eis ist auch durch. Damit denke ich mal, das war's. Letzte Runde wird schon angezeigt. Boah, ja, das war's. Interessante Linie auf jeden Fall von Melman. Ja, und da werden die Quali, glaube ich, durch. Da passiert nicht mehr viel. Ja, das stimmt. Der 1,40,000 P8, 1,3 Sekunden zurück. Ich glaube, der G kommt nochmal. Nein, das war's. Ja, meine Lieben. Machen wir mal eine Rübe hier aus dem Bild, sonst kriegen wir einen Deckel. Gucken wir uns das mal an. Also, Excellent, Ice, Melman, The Don, Flash, Steffen, Da Gerd und Heiki. Und dann geht's weiter mit Raptor G. Giftzerk, Tobi, Drache und der Watt. Und ich würde sagen, nicht was sagen, wir starten direkt ins Rennen. Ja. Hase konnte die Bilder machen, war nicht zu schnell. Und ja. Damit wünsche ich euch viel Spaß im Rennen. Wir fahren eine Stunde. Ab geht die Post. Also viel Spaß beim Rennen der Liga 1 heute Abend. Ich wünsche euch ein actiongeladenes Rennen, aber davon gehen wir mal aus. (lacht) 40,9 ist auch schon schnell. Zox 18, danke dir für den Follow, mein Lieber. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Und hier beim, ja, was heißt Finale des Abends, aber letzte Runde der Gran Turismo Sunday League hier, die Liga 1 heute Abend. In Barcelona unterwegs, wir sind ohne Schikane dabei und auf geht's, viel Erfolg! Die GTRs jagen vorne den Excellent im Genesis X. Da kommen wir runter Richtung Turn 1 und ab geht die Post. Boah, da sehen wir schon, Heiki und der Gürtel ein bisschen am Kämpfen. Dahinter geht soweit alles gut hier durch die Schikane durch. Watt bleibt auf der 13 erstmal. Vorne Excellent auf der 1 geblieben. Hat die GTR mal dahinter sich. Schön zu sehen, wie sie sich hier alle aufreihen. Hier und da Positionskämpfe schon. Raptor G ganz schön am Lenken. Genau, hier vorne ist der Dawn.
Heiki mit der Strafe, eine Sekunde. Ja, sehr schade mit dem Disconnect Flow. Heiki hier mit der Hubbombe, mit der Viper. Gute Wahl, dass er sich das Auto genommen hat. Jetzt kommt hier die Verlangsamungszone. Geklappt. Jetzt kriegt der Druck vorhin, der Heiki. Alle ganz dicht hinter ihm. Da sehen wir die Peugeot-Armada auf 10, 11, 12. Da fliegen schon die ersten Hütchen weg und dahinter kommt dann auch der McLaren. Nach vorne, exzellent, kommt nicht weg. Eis bleibt dahinter. Dann aber schon 1,2 Sekunden zu Melman, der ein bisschen, ja, was heißt abreißen lassen muss, ne? Der kriegt Druck vom Don, Flash auch hin dran. Ah, nach hinten sieht man nicht viel hier im GTR. Mal schauen wir uns einmal die erste schnelle Runde an. Ist der Extern hier auf dem Asphalt brennt, da vorne fährt er. Oh, da ist der Abflug von The Don. Don mit dem Heckschaden, Aufwärmschaden, hat den GTR hier verloren. Kommt zurück auf die Strecke und behindert aber keinen. Alles gut. Oh, The Don wieder mit dem Dreher jetzt. Alter Schwede, das gibt eine neue Hose. Da hat die Aufwärmung ihn fast in den nächsten Dreher gezwungen. Alter Schwede, das war knapp. Verliert natürlich jetzt hier 1 Position nur noch auf Platz 10. Oh, da hat er den GTR aber so gerade eben beim zweiten Mal abgefangen. Schade, schade. Damit muss er jetzt auf jeden Fall in die Box mit dem Heckschaden. Nur jetzt noch die Aufhängung. Kommt genau vor, gibt es ja wieder auf der Strecke. Ja, das war was. Da bin ich da auch ab, wenn ich nicht alles täusche. So ist es. What a save. Eindeutig, ey. Alter Schwede. Und hier die 3 hinten dran. Boah. Boah, hui. An der Spitze jetzt 1,3 Sekunden, exzellent, mal kurz angegast, 38,966. Da ist auch eine Ansage, da hat er da ordentlich Stoff gegeben. Dann kommen die zwei GTRs, dann der Audi 8. Dann gucken wir uns mal an, was die Reifen über die Distanz sagen. Wie sehr die hier abnutzen. Da auch wieder der nächste Rutscher von Eis. Melman auf der 3. Gefolgt vom Flash im Audi 8. Ja, Chef, hast du vorgebeugt vom Heiki? Sieht richtig, richtig gut aus, das Auto. Hier der Audi vom Flash. 1,4 Sekunden vor dem Porsche von DOD Steffen. Hält sich gut mit dem Audi. Aber wir sehen es auch jetzt schon. Die Reifen auf der linken Seite haben einiges an Verschleiß. Egal bei welchem Auto. Aber in Steffen. Direkt dahinter der Gurt auf der 6 verfolgt ihn. Vorne Excel, Eis und Melvin. Auch hier am Genesis X sehen wir schon, dass der Reifen vorne links leidet. Schon 2,4 Sekunden Vorsprung auf den Heiki mit der Viper. Die 183 hinter der Porsche vom Steffen. Dann der Heiki mit der Viper. 1,48 gerade gefahren. An den Raptor G im Nacken. Also ich denke mal, dass das aufgeht, was die andere Seite raus so von der Viper, weil wenn du das lackierst, dann ist es wahnsinnig. 2 Zehntel schneller im ersten Sektor jetzt der Kollege. Hat 2 Sekunden vor Rückstand auf gehört und 8 Zehntel auf den Raptor Vorsprung. Der
Raptor hat dann 1,6 Sekunden zum Giftwerk, der hier schon das eine oder andere Rennen gefahren ist heute. Da haben wir den M6 vom Giftwerk. Jetzt vielleicht wieder den Zwei-Stopper versuchen. Gucken wir mal, wie gut er damit klarkommt und was der Rest des Feldes hier macht. Ob die alle zwei Stops fahren. Tommy dahinter hat den Drachen im Nacken. 16, die beiden auseinander, die beiden Peugeots. Da haben wir den Drachen auf der 11. 2 Sekunden vor den Teamkollegen Watt. Oh, weit rausgebracht, das könnte eine Strafe in Triple Limits geben. Noch sehen wir nichts, da spreche ich es aus, da ist die Strafe. Da fahren wir Watt mit dem McLaren, auch eine sportliche Wahl. Da kommt der McLaren. Und der Zedon, der gerade an der Box war, hat den Schaden gehoben und fährt weiter. Ah, ich tippe mal auf Excellent. Boah, Zedon mit dem Mega-Drift. Boah, alter Schwede. Oh, Excellent am Limit unterwegs. 1,7 Sekunden vor Eis. Auch er ganz schön am Rutschen mit dem Genesis X. Auch da vorne links der Reifen ganz schön am Leiden. Eine Vierteltank drin, 4 Runden muss er noch halten, der Reifen. Okay. Chef, ja, ich bin hier noch nicht so oft gefahren. Wie sieht es hier aus? Der Reifen vom Eis vorne links sieht besser aus als der vom Excellent. 39,3, gerade seine persönliche Bestzeit gefahren. Aber jetzt 2,2 Sekunden Rückstand. Excellent ist jetzt am Pushen, Eis muss da dranbleiben. Sprint sieht bei beiden gleich aus. Melvin ist 2,6 Sekunden dahinter. Und bei Melvin auch vorne links schon zur Hälfte weg. Tank ist noch eine Viertel drin. 39,6, letzte Runde, gerade 39,9 wieder. 1,4 Sekunden zu Flash. Der hier das Tempo mitgeht. Erstmal am Anfang. Da haben wir ihn. Ja, Flo, das kann ich mir. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, die Liga 1 hier zu streamen, mit der geile Sache. Liga 4 war schon spannend und die Teile von Liga 5 und 3 gesehen aber auch. Jetzt sind wir mal gespannt. Flash auf jeden Fall nur 1,5 Sekunden hinter Melvin. Dort auch vorne links und hinten links die Reifen gut am Leiden. Steffen schon über 3 Sekunden dahinter, 3,3, um genau zu sein. Und der hat immer noch dein Gürtel im Nacken. Der lässt sich locker hier. Und da sieht vorne links auch noch ganz gut aus. Lord Deadline ist echt spannend, das stimmt. Ja, wir wissen doch, was du meinst. Der Heike kommt auch näher. Heike nur noch eine Sekunde dahinter. Da hinten sehen wir die Viper, die jetzt langsam kommt. Die gerade auch schnellste Runde gefahren. 40,3, 40,4. Eine Sekunde nur noch unter gehört. Kommt näher. Der Chef hält mich vielleicht ein bisschen auf für die Jungs. Und dahinter Raptor G im Windschatten. Da die Viper mit dem VC, die hat Power ohne Ende. Wenn da auf den Pin tritt, da geht es nur noch vorwärts. Jetzt die 40,6. Zwar 2 Sekunden. Davor kommt der Angriff. Nein, bleibt noch dahinter, der gehört. Bleibt der Verbremser von Steffen rein in Turn 1. Und jetzt hier durch diese mega lange Rechtskurve. Bevor links sehr, sehr hart belastet wird. Die bleibt jetzt im Sekundenfenster und Steffen hat keine Ruhe mehr. 14., 13.,
Der Abstandsstrom, jetzt verbremst er sich hier wieder ein bisschen. Ah, der Gürt bleibt dran. Abstand ist auf 16. gewachsen. Heike eine Sekunde dahinter. Schiebt sich jetzt hier zusammen. Steffen kann nicht die Zeiten vom Flash vorne mitgehen. Da sehen wir die Viper und dahinter der Peugeot. Nach vorne sind es jetzt gleich schon 4 Sekunden. Mal kurz an die Spitze. Oh, exzellent. 2,6 Sekunden. Das wurde nicht viel größer. Der Abstand. Vorne links gibt auch gleich den Kreislauf. Kommt vielleicht jetzt schon in die Box. Eine Runde 7 oder fährt er noch eine Runde? Er fährt noch eine Runde. Und da kommt der WTR. Da sieht der Reifen vorne ein bisschen besser aus und sprittert auch noch mehr. Schauen wir mal, ob Eis das wirklich über die Runden, über die Boxenstops macht. Wir müssen jetzt abreißen lassen mit 3,5 Sekunden. Da haben wir ihn und Flash auch jetzt über 2 Sekunden dran. Da gehen wir einmal auf Platz 11. Wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin. Was ist los hier? Warum geht das nicht? Und es ist so dort. Wie ist bei ihm aus? 39,4. Noch 17 Sekunden zu Watt. Das Einzige, was er sich wollen kann, er kann frei fahren, hat keinen Verkehr. Aber er ist nichts in der Sache. War da sein Abflug am Anfang hatte, der war aber auch allein verschuldet, also selbst verschuldet. Da haben wir die 41,6 von Watt, der langsam in Fahrt kommt. Die Reifen sehen gut aus am McLaren, das muss man echt sagen. Da vorne sieht so extrem viel schlimmer aus. Da haben wir den Drachen davor mit 3 Sekunden. Da die Reifen noch ganz okay. Wobei Sprit und Reifen, das könnten sich ausgehen, dass er hier noch die 9. Runde komplettiert. Hat 2 Sekunden 2,3 zum Tommy Gunn, der jetzt auch ein bisschen abreißen lassen musste vom Giftswerk. Und da ist der Tank jetzt gleich leer. So. Gucken wir, was der Giftswerk macht. Da leuchtet der Tank auch. Hat 3 Sekunden zu Raptor G, der immer noch am Heiki dran filmt. Und der BMW wird dann auch gleich die Box ansteuern. Der Raptor G auch genauso. Tank ist gleich leer und man sieht es richtig. Links die Reifen komplett weg, rechts sehen sie fast aus wie neu. Extra kommt jetzt an die Box. Bleibt der Eis draußen? Eis bleibt draußen. Kommt der Heiki an die Box? Nein, Heiki fährt noch eine Runde. Raptor G aber an der Box. Der Kurt hat jetzt immer noch den Steffen vor sich und Heiki gleich im Nacken. Heiki immer noch im Sekundenfenster. Da haben wir Steffen, der eine halbe Sekunde Strafe hat. 4 Sekunden zu Flash. Das wird natürlich jetzt interessant mit der Strafe. So, weiter geht's im Text. Hat jetzt hier auf 14 Rutschen auf seine persönliche Bestzeit. Klar, die Reifen bauen ab, weil wir ein bisschen unkonzentriert, man hat Druck von hinten. Heiki ist dran, Steffen, der Gürt ist dran. Vorne Eis, Melvin und Flash. Der Celen ist nicht nur in der ersten 8 rausgekommen. Gucken wir gleich mal, wo er steckt. Jetzt kommt erstmal die Strafe für Steffen. Und dann wird sehr wahrscheinlich der Gürt vorbeiziehen. Da kam die Strafe, da der Platztausch. Jetzt hat er direkt den Heiki da kennen. Und den Viper. Ich würde sagen, fahren wir bei der Viper mal mit ein bisschen. Heiki wird aber jetzt da hier die Box auch abbiegen. Jetzt ist eins an der Box, da geht er mit extra hin. Mal gucken, wie eng das da vorne wird. Oder ist gelb? Warum ist der gelb? Hat es da einen erwischt in der Boxeinfahrt? Jo, da steht ein Auto. Der Gürt stand da. Der Gürt am Boxeneingang. Frontschaden, Heckschaden, Aufnahmeschaden vorne hinten. Komplett breit die Karre. Aber und auch der Melvin vorne mit dem Schaden. Es ist fertig und fährt raus. Nein, Tag noch. Die und die Steffen ist auch halt reingekommen. Da ist der Gürt mit dem Frontaufnahmeschaden. Der ist komplett breit, der Wagen. Und Exzellent. Der geht jetzt hier auf Startziel. Und dann gucken wir mal, wann Eis wieder rauskommt. Eis in der anderen Strategie, würde ich sagen, weil
Sven kommt hier vorbei. Mit gut 6 Sekunden Vorsprung jetzt. Ja, Eis hat ein bisschen mehr getankt als der Excellent. Flash auf Mediums raus mit vollem Tank. Melman, auch knapp 3/4 mit weichen Reifen. Hat Steffen mit einem. Boah, Steffen direkt hinten dran. Steffen und Melman jetzt hier. Boah, ja, wegen dem Schaden von Melman. Ist der Steffen jetzt hier nah rangekommen. Flash ist 1,8 Sekunden dahinter. Halt hier auf die 6 vor. Ah, da haben wir Flash mit den Mediums voll getankt. Heiki, weiche Reifen 3/4 voll. Drache auf der 7 und Raptor auf der 8. Und wir gucken mal hier das Duell um Platz 4 und 3 jetzt an. Ja, CC, das glaube ich auch. Das wird sehr interessant. Gerade Eis wollte jetzt schon mit dem Start eine Runde länger fahren. Verbraucht der GTR vielleicht etwas weniger Sprit. Jetzt gucken wir mal, was der GTR hier gegen den Porsche ausrichten kann. Melvin gegen Steffen. In der Box und Steffen ist da richtig nah rangekommen, weil der Melvin noch seinen Schaden reparieren musste. Da ist irgendeiner abgeflogen oder gab es da Schäden, ne? Vielleicht hat man da einfach, ja, es kann sein, dass da einer die Boxeinfahrt nicht getroffen hat und dann da stand, der nächste ist hinten drauf gefahren. Es geht ruckzuck, ne? Schönsten ist noch die Boxeneinfahrt in Mount Panorama. Wenn du die nicht triffst, da kannst du auch mal Glück haben und wieder zurück auf die Strecke geschleudert werden. Dann kannst du das Rennen direkt abhaken. So, sagen wir hier einmal nach hinten. Drache hat den Raptor G und Tommy Gun hier bei sich. Jetzt ist es auch Strategiemeister. Gucken wir uns erstmal an, was Tommy Gang gegen Drache macht. Ein schönes Vierer-Paket hier. Von hinten kommt der Giftzwerg noch. Auf der Bremse geht auch keiner vorbei. Hier kommt dann der Gerd. Boah, ist das eng hier. Guckt euch das mal an. Da passt da kein Papier mehr zwischen. Und der Gerd auf der 11. Ja, das war der Schaden vorne hinten. Aufhängung vorne hinten. Das hat richtig Zeit gekostet. Da haben wir die vier hier zusammen. Drei Peugeots gejagt von dem BMW. BMW ja übrigens heute die 24 Stunden von Spa gewonnen. So, die ersten 20 Minuten haben wir gleich. Oh, ist das ein schönes enges Paket hier. Und Drache hat jetzt Druck vom Tommy Gunn. Der G kann sich ein bisschen lösen. Jetzt auf der Bremse vielleicht. Nee, da bleibt alles beim Alten. Gehört sieht die Truppe natürlich. Versucht jetzt wieder aufzuschließen. In der Spitze aus. 8 Sekunden für den Excellent. Von 6 auf 8. Das ist. Ey, der Titel gehört mir, sagt der CD. Aber wir fahren ohne Setup, mein Lieber. Oder meine Liebe, Marie. Ohne Setup, ja. Schafft, sagt es gerade auch. So, also dahinter Eis. 14 Sekunden dahinter dann schon der Melman, der 1,4 jetzt vor dem Steffen hat. Die beiden konnten sich jetzt auch ein bisschen einigen, haben ein bisschen auseinandergezogen. Dann hat der Steffen 2,8 Sekunden Vorsprung vom Flash. Steffen durch die Stops auf jeden Fall nach vorne gekommen. Flash allerdings auf Medium unterwegs und hat richtig Sprit reingepackt. Bekommt jetzt Besuch vom Heiki. Der Heiki den weichen Reifen und hat auch einen Dreivierteltank. Und jetzt ist so interessant, wie lange der Flash hier den Heiki hinter sich halten kann. Heiki auf einem kurzen Stint und Flash fährt jetzt erstmal lang. Voll getankt, Medium Reifen. Das dauert, bis der die Box wieder ansteuert. Zumindest wenn alles nach Plan läuft. Audi R8 hier gegen die Viper. Und davor der Porsche und der GTR. Kannst du gerne bei uns auf den Discord kommen, Marie? Da kannst du das Ganze mal anschauen. Warum geht das denn nicht hier? Was ist denn da los?
Was habe ich da wieder verstellt, hä? Aha, das geht, aber die GTSL geht nicht. So, da gab es schon was, worüber wir waren. Flash und Heike haben die Position getauscht. Ach so, okay. Das ist okay. Also gut, dann gehen wir mal ein Stück nach hinten. Da haben wir Raptor G und der Drache und der Tommy Gun und der Giftschwert. Da ist die Truppe wieder. Ja, komisch, wenn Hase das macht, geht das. Wo ist der Fehler bei mir? Komisch, ne? Das geht nur bei Mods. Der Inhaber des Accounts hier kann das nicht machen. Ja, deswegen ist Hase auch Mod und ich bin nur Streamer. Funktioniert doch. Dauert zwar ein bisschen, funktioniert aber. Deswegen. Ich wollte nichts anderes davor schreiben, ich wollte nur jemanden markieren. Ah, okay. Ja, iRacing kann man allerdings nicht vergleichen hier mit Gran Turismo, ne, Marie? Hashtag unfähig, da sehe ich mich ja. So, Giftswerk hängt immer noch fest hier. Tommy Gunn, 2 Sekunden hinter. Einen hat er sich geschnappt. Tommy Gunn jetzt mit der Gerd am Kämpfen. Die Bonsai-Truppe hat den Raptor G im Visier. Vorne noch Excel und Ice, Melvin. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ah, okay, danke, Hase. Meine Chefin ist im Chat. Jetzt muss ich auch passen, was ich sage. So, Giftswerk hat jetzt die Nase voll, will jetzt hier vorbeigehen. Jetzt ausgetäuscht in dagegen und jetzt auf der Bremse wird er sich an den Peugeot von Bonsai vorbeidrücken, an seinen Teamkollege. Da gibt es dann wohl mal rüber. Boah, stark gemacht von beiden. Haben sie Luft gelassen. Kämpfen immer noch. Also nichts hier mit Stallorder. Will der Rutscher vom Giftswerk? Ich vermisse ja immer noch seine Jordan-Lackierung. Könnte ja ruhig mal so als Sonderlackierung fahren, der Giftswerk. Bleibt der G freut sich natürlich, der hat ein bisschen Luft. Aber wir können auch Tommy und der Gerd. Also eine riesige Truppe hier, die zusammenhält. Sind doch noch auf der 12 angekommen. Nur 6,5 Sekunden hinter da gehört. Ihn, der war auch schon wieder in der Box in Runde 10. Ja, 14 Sekunden zum Excellen. Der wird jetzt auch wieder nach vorne kämpfen. Ja, liebe Zuschauer, 25 Minuten sind gelaufen gleich. Excellen führt vor 1, sieht aktuell nach einer eindeutigen Sache aus, aber abwarten. Strategie wird wohl hier entscheiden. Da haben wir Watt im McLaren, der auch in Runde 10 in der Box war. 9 Sekunden, 10 Sekunden der Sedon. 42,7 Grad gefahren. Was macht die Spitze? Excel pusht 10 Sekunden der Abstand aktuell. Eine 39er nach der anderen. Der vorne links der Reifen macht dann hier die Grätsche und dann muss er in die Box. Dagegen hier halb voll getankt, Eis, Auto sieht gut aus, Reifen sieht gut aus, fährt auch 39er Zeiten. 2,3 Zehntel langsamer als Excel, aber dafür wird auch länger fahren. Und der Reifen sieht auch besser aus. Das wird ein spannendes Duell hier. 2 gegen 3 Stops. Oh, da ist der Fehler von Eis. Der ist am Limit unterwegs. Das passt der GTR weggeworfen. Ja, da hast du recht, Kai. Der ist schon stark. Melvin dagegen konstant im 1,40er Bereich, was auch echt stark ist. Sie und die Steffen immer noch 1,6 Sekunden dahinter. Der lässt sich nicht abwickeln.
Bezirk Drache, Raptor und China geht's ab. Boah, jetzt ist ja richtig Action hier. Und da ist der Abflug vom Drache. Fast. Boah, das war nicht mit Absicht. Der hat sich da an Tommy Gun, glaube ich, angelehnt. Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre er schön in die Wand abgebogen. Glück gehabt, keiner hat den Schaden. Tommy natürlich jetzt unter Druck von der Gurt. Der Gurt gewinnt dann hier zwei Plätze. Ja, Geist, der Verschleiß. So, jetzt auch der Bremse geht daran vorbei. Und Gipzig hat sich auch noch eingeschnappt. Der geht jetzt vor auf Platz 7. Der konnte auch dieses kleine Chaos hier nutzen. Dame, da gehört jetzt eine Sekunde hinter dem Raptor. Gibt es ja auch der 7. Boah, hier war jetzt auch richtig Action drin. Da haben wir zur richtigen Zeit umgeschaltet. Giftzwerg, dann Raptor G, da gehört Tommy Gun und dann der Drache. Richtiges 5er-Paket. Zuschauer, weiter geht's im Text. Raptor G, der gehört Tommy Gun und Drache immer noch verdammt eng zusammen. Giftzwerg versucht sich abzusetzen, kann er auch. Der BMW M6 natürlich super Fischer hier. Oh, Giftzwerg. Damit Flash. Giftzwerg ist hier. Warum gab es da eine Vertauschung? Was war los? So, Raptor G gegen Tommy Gun auf jeden Fall wieder am Kämpfen. Ja, da gehört der Bock wieder vorne. Raptor G erstmal in der Wiese. Sehr ärgerlich jetzt der Abflug. Heißt auch auf Medium-Reifen unterwegs, sehe ich gerade. Damit bleibt dann jetzt auf der 12. Don vorbei, so Don 11. Ah, ärgerlich. So Don muss da ja an die Box vorne links, der Reifen ist gleich weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall spannend. Nicht nur vorne, sondern auch hier geht richtig die Post ab. Leider kann Watt nicht ganz mithalten hier auf der 13. Arwin. Der G hat durch seinen Fehler auch etwas nach hinten gerückt. So Don dafür auf der 11, 4 Sekunden der Drache. Da geht auf jeden Fall noch was für so Don. Der Drache ist dran am Tommy Gun. Und jetzt geht es hier in die 17. Runde Rennhalbzeit. 29 Minuten gefahren, 32. Hallo Rocco und danke dir für dein Follow, mein Lieber. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal und hier bei der GTSL am Sonntagabend. Primetime Liga 1. Ja, das Ganze hat sich jetzt hier ein bisschen entzerrt. Alle haben so ein bisschen Respektabstand eingenommen, alle so 1,5 bis 2 Sekunden. Gehen wir nach vorne ein bisschen zum Giftzwerg. Der 6 Sekunden der Flash ist. Heike hat sich ja für vorbeigedrückt. Giftzwerg hier gut durchgekommen. Dame Flash jetzt 3 Sekunden zum Heiki. Voller Tank noch, Reifen auf der linken Seite auch noch zu 50% da. Dann haben wir vor den Heiki, der 2 Sekunden zum Steffen hat. Steffen muss abreißen lassen nach vorne. Platz 7, 8, 9, 10, alles sehr, sehr eng hier vorne. Ja, auch extra an der Box in der Runde 18. Elmen, Dioni, Steffen und hier der Heike im Bild gegen den Steffen.
1,41,8, 1,41,2, 3, 0, was mit der Heike dagegen? Ja, ziemlich ähnliche Zeiten. Mal der eine Stelle, mal der andere. Kommen jetzt hier auf Start, Ziel, Abstand wird kleiner, 1,3 Sekunden nur noch. Excel an der Box, wie gesagt, jetzt haben schon die 1,1 Sekunden nur noch. Viper auf der Gerade natürlich auch eine Macht. 2,55 auf Tacho, fast 2,60 sogar. Flash 4 Sekunden dahinter. Nur noch. Es wird enger. Nächste kommt auf Platz 6 wieder raus. Genau in die Lücke zwischen Flash und Giftzwerg. Das ist ganz gut für die Ladderfallfahrt. Zumindest eine Zeit lang. Hier kämpft sich weiter ran mit der Viper an den Steffen. Starke Vorstellung hier vom Steffen und vom Heiki. Und Flash 4,3 Sekunden zurück, der kann das Tempo absolut nicht mitnehmen mit den Mediums. Aber andere Strategie, schauen wir mal, wie sieht das am Ende aus. Wir sind ja erst bei Rennhalbzeit. Warte. Ja, das ist schon groß, ne? Aber die Amis brauchen auch groß zu den Rädern. Ist auch so eine Wuchtbrumme erstmal abfangen, nicht, dass die die Finger brechen, ne? Beim Gegenpendler. So. Steffen an der Box, Heiki damit auf Platz 3 vorgekommen mit der Viper. Und wir gehen einmal zu Melman, der hier 6 Sekunden vor Heiki ist und 20 Sekunden dabei ist gleich. Wir werden alle noch ein paar Ründchen fahren. Irgendwie Flash, da muss der Excel gleich schnell dran vorbei. Weil der Vorderreifen bei Melman gleich auch in die Knie geht. Und vorne der Eis. Auch er muss nicht mehr an die Box und der Reifen ist einfach Fratze. Letzte Runde auch schon eine Sekunde langsamer gewesen als die Runden davor. Auch hier schiebt es jetzt schon nach außen. Wir sehen, es kommt weit raus. Hoffentlich hat sich keine Strafe eingesackt. Wobei wir auf den Excellent, der auf Platz 5 ist. 1,6 Sekunden hat er noch zum Da gehört. Der ist auch am Pushen, haben zu sehen, aber gucken raus, fast das Auto verloren. Zum Flash hat er Rückstand, der Excel 1,4. Der gehört holt wieder auf dem Giftzwerg auf. So, gleich ist er fertig. Wir sehen es deutlich schneller, der Excel als der Flash. Ah, Flash und seinen Medium-Reifen. Keine Chance jetzt gleich hier gegen Excellent. Wir sehen es, der ist deutlich schneller, der Excellent. Der will da durch, der will da vorbei. Quetscht jetzt schon hier innen rein, weil er die Lücke gesehen hat. Kleine Berührung. Und Excellent ist schon durch. Der muss natürlich auch nach vorne. Der muss so schnell, es geht hier wieder nach vorne. Weil eins natürlich mit der anderen Strategie nicht ein Stop spart. Aktuell Excellent. 30 Sekunden da ist. Was macht da gehört, der ist schon am Giftzwerg vorbei. Das ging aber schnell. Giftzwerg, da gehört schon die Position getauscht. Ah, die letzte Runde vom Giftzwerg, da war ein Fehler. Na, ich glaube einfach, dass die Livery noch nicht fertig war für die Autos und die deswegen am Anfang halt in Schwarz gefahren sind. Ja, wenn Formel 1 gleich noch kommt, Yvonne, dann kannst du gerne den PC einmal anmachen. Dann können wir das gucken, ja.
Oh, der Gerd hat ja die Strafe gehabt. Damit wird von uns Tausch zwischen Giftzwerg und der Gerd. Ja, dann sag mal Danke an den, ne? So, wie sieht's aus im Eis? Kommt der jetzt an die Box? Der muss. Oh, der fährt noch eine Runde länger. Bist du wo? Also, ich find's echt krass, dass der Eis jetzt noch eine Runde fährt. Obwohl der Reifen vorne schon platt ist. Das wird ihm richtig Zeit kosten. Also, ob das mal so klappt am Ende des Tages, bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Das war meiner Meinung nach ein Fehler. Hier werden die Boxen und der Reifen ist ja tot. Das bringt ja nichts mehr. Hier ist schon 2 Sekunden langsamer. Okay, Sivo. Das sieht interessant an. Aber gerade jetzt die letzten Kurven werden richtig hart für ein Eis. Der Reifen ist ja weg da vorne und wir sehen es direkt. Ja, was heißt steigt, aber ist schon langsamer unterwegs. Will hier nicht abfliegen. Die letzte Runde war gute 2 Sekunden langsamer als vorher seine Pace. Und jetzt ab in die Box retten, keinen Schaden einfangen. Extra auf der 4, war 6 Sekunden aufgeholt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Der war gerade 30 Sekunden hinter Eis, jetzt ist nur 24 gewesen. Ja, das stimmt. Boah. Gibt's ja unter Gerd am Kämpfen. Eieieiei. Vielleicht gibt es jetzt einen Angriff. Melvin auch an der Box. Die beiden fallen gleich schon hier nur extra. Der andere hält ja auch an der Box. Flash ist durchgefahren. Jetzt der Angriff. Ja, das wird er schaffen. Der Genesis ist deutlich mehr Schub auf der Geraden. Gibt hält auch nicht wirklich dagegen. Weiß, dass er das verloren hat. Trotzdem ein schönes Duell. Giftzwerg auch beim Giftzwerg jetzt vorne links der Reifen komplett weg. Ah, das wird auch nichts. Dann wird er nicht an der Gerd dranbleiben können. Gerade dieser Kurs, wir sehen schon, er kommt nicht ganz rum hier. Der Kurs hat so viele Stellen, die wichtig sind für den linken Vorderreifen. Und wenn er nicht mehr da ist, da kannst du nur noch schnell in die Box abbiegen, neue Schlappen drauf machen. Und wieder vom neuen angasen. Der Gerd jetzt auch schon eine Sekunde weg. Auch nicht zu Zeiten hier 42er Bereich abgerutscht. Vorher eigentlich 41er Gefahr, 41 tief sogar. Guck mal, der Eis ist auf der 5. Eis hat 20 die Rutsche auf Excel und Excel muss noch einmal kommen. Eis will jetzt durchfahren. Da bin ich gespannt. Der G 4 Sekunden dahinter. Und dann weitere 14 Sekunden dahinter ist der Melvin. Raptor G auch auf Mediums unterwegs. Der muss auch nochmal kommen gleich, weil vorne links der Reifen weg ist. Melvin auch jetzt zuletzt mal in der Box gewesen. 40 Sekunden hinter Wechseln. 5 Sekunden vorm Steffen, der Gute. Und Steffen hat den Heiki im Nacken. Die beiden wieder kämpfen. Und dahinter ist er. Watt hat den Anschluss geschafft. Oder muss er hier an die Box? Guck mal. Ah, der muss da hier an die Box. Schade. Aber er hat das Auto vor sich, die dicke Viper. Platz 8 ist hier angesagt, Platz 9 und 10. Da gibt es ja keine Box. Eine Runde zu spät für meine Verhältnisse. Jetzt da gehört bis auf Platz 3 vorgekommen. Wann haben wir noch? Dann ist der Renntag hier auch vorbei.
Abstand 18. Watt hat abreißen lassen. 3 Sekunden dahinter. Gibt's ja kaum auf der 10 wieder raus. So, einmal vorne Excellent, jetzt 13 Sekunden vorne weg. Er kommt gleich wieder zum Stop. 40-1 jetzt, die erste 40er Zeit seit langem mal wieder. Flash an der Box, dann gehört an der Box. Eis kommt natürlich damit jetzt nach vorne und hat 20,5 Sekunden Rückstand auf den Excellent. Excellent muss jetzt gleich beim letzten Stop nicht so viel tanken und nur neue Reifen holen. Ah, das wird verdammt eng bei den beiden. Das wird ein harter Kampf. Raptor G auch in der Box. Das sollten die ersten drei werden. Jeweils mit 20 Sekunden getrennt, aber Excellent kommt nochmal. Lord Deadline, da hast du recht. Das ist ganz knappes Ding. Alle Melvin auch mit der Mega rennt wieder, muss man einfach mal sagen. Mit seinem GTR fährt er hier klasse Rennen. Project Apex, der Kollege. Dann aber auch DOG Steffen immer noch vor Heike mit der Viper, die werden auch durchfahren. Heike jetzt auf 16. ran, verdammt enges Duell. Ich will das Heike hier auch so eine Exon nimmt wie die Viper. Ja, zum Watt. Der muss jetzt an die Box kommen. Das Ding ist leer. Flash direkt dahinter mit Giftswerk im Nacken. Flash nochmal Mediums genommen zum Ende hin. Flash kommt jetzt auch immer Watt immer näher, weil jetzt natürlich die Box muss. Wer muss noch zur Box? Also BR Watt muss noch zur Box, Excel muss noch zur Box. Ich denke mal, dass die hier alle durchfahren werden. Drache muss noch zur Box. Da hat Giftswerk aber einen Fehler gemacht. Drache kommt jetzt deutlich näher. Was ist denn mit Giftswerk los? Läuft wieder. Da gehört fährt durch. Tommy fährt durch. Raptor G fährt durch. Und auch The Don fährt durch. Ja. Nur Excellent vorne, der jetzt gleich kommt. Und dann der. Ach, das war's dann eigentlich, ne? Der Rest war jetzt gerade noch in der Box. Ja. Bin gespannt. 2 gegen 3 Stops. Letzte Runde nur eine 40,5 vom Excellent. Da ein bisschen was liegen lassen. Klar, der Stint ist gleich zu Ende, der Reifen ist weg. Jetzt nochmal eine 40,4. Ja, und da kommt er jetzt gleich an die Box. Eis hat aufgeholt. Eis nur noch 19 Sekunden hinter. Klar, 39,7 Grad gefahren, zweimal hintereinander nach dem Stop. Gibt natürlich jetzt Gas, pusht, weil wenn er auf der Strecke erstmal davor ist, muss Excellent gleich erstmal auch vorbeikommen. Hat natürlich die frischen Reifen gleich. Das wird richtig schwer. Aber wenn den reinen Speed weiß ich nicht, wenn beide 3 Stop gefahren wären, ob das geklappt hätte. Jetzt schon unter 19 Sekunden Abstand. Melvin, 7 Sekunden vor Steffen. Melvin sollte das eigentlich ganz sicher sein. Nach vorne geht nichts. Hinten ist er gut abgesichert mit 7 Sekunden. Oh, schick. Steffen aber immer noch mit Heike am Kämpfen. Und Steffens Reifen wie 14 Minuten und durchhalten, das will wagen. Wow, ich glaube nicht. Ich glaube, Steffen könnte auch noch mal in die Box kommen, weil die Reifen. Oh, da ist der Fehler vom Steffen. Die Chance von Heike. Heikes Reifen sehen auch deutlich besser aus. Ja, und dann verbremst sich jetzt nochmal Heiki auf Platz 4 mit der Viper. Super gemacht vom Heiki, ganz, ganz stark. Und damit Heiki ein Platz nach vorne.
und Steffen mit der Strafe, weil er die Track Limits gestartet hat. Flash, wie gesagt, wird durchfahren, hat den Flugzeug im Nacken aber. Und excellent. Jetzt zum letzten Mal an der Box. Ja, voll kaputt, da hast du recht. Und mega geiles Teil. So, 6 Sekunden nur noch. Flash und Giftwerk, das könnte aber eng werden. Mit Flash. Und ja, mit dem Drachen, der noch in die Box muss, mit der gehört im Nacken. Dankeschön, Moni. Dankeschön. Melvin geht auch am Excellent vorbei. Jetzt gucken wir mal, der fährt aus der Box auf und muss doch an Melvin vorbei. Oh, das wird meine Aufgabe. Das wird eine Aufgabe. Also, ich weiß auch nicht, ob er 24 Sekunden aufholen kann in den letzten 13 Minuten. Boah, das wäre schon brutal. Boah, das wird schwer. Jetzt sind wir gespannt, wie schnell an Melvin rankommt. Jetzt ist erstmal Flash gleich fällig. Gibt's ja gespannt unter einer Sekunde dran. Ja, Melvin hatte einen Schaden. Zwei Stück, ja. Vorne und also vorne Frontschaden und Aufhörungsschaden. Vorne rechts, glaube ich. Ja. Stark die Pace von Eis und Melvin trotz zwei Stopper. Excel muss sich richtig strecken, aber Platz 2 ist auf jeden Fall für ihn drin. Danke auf jeden Fall für den Raid Queen, für Death Trooper mit dem Follow, für Zox mit dem Follow und natürlich auch für Rocco, Bullet und Moni. Danke für eure Biddies. Herzlichen Dank. So, Giftzwerg ist dran. Da hinten sehen wir auch, dass der Gerd und der Drache relativ eng beisammen sind. Gucken wir einfach mal. Ah, das täuscht, sind 1,2 Sekunden. Ich dachte, das wäre enger. Was macht dann hier der Tommy? Der Raptor G-Nacke und auf der 12. Don ganz nah dran, Raptor G. Wind ist ziemlich kräftig mit 5 Metern in Sekunde auf der Geraden. Das ist schon ordentlich. Das ist schon echt viel. Und der Watt mit 14 Sekunden Rückstand war auch letztes Mal in der Box, jetzt auch wenig unterwegs. Steffen noch mal an der Box, ja, da haben die Reifen nicht gehalten. Fällt natürlich jetzt auch ordentlich zurück. Und Sedon, oh, auch da der Vorderreifen, der muss wohl auch noch mal kommen. Jetzt gucken wir uns mal das Duell an, an der Spitze. Also ist er extrem in Melvin. Arch auf 1,2 Sekunden verkürzt. Die Auto unter 2 Minuten gewesen. Ist jetzt dran. Fahren wir auch mal mit. Führt die Liga ja an mit 91 Punkten. Dann der Longer, dann der Melvin. Und dann der Eis. Longer heute leider nicht dabei. Eins war zwei. Wilder Rutscher vom Excellent beim Rausbeschleunigen. Pusht richtig, ich war ganz weit innen jetzt. Auch ob das eine Zeitstrafe gleich gibt. Abstand jetzt auf 19. runter, 18. Auf der Geraden der Genesis auch eine Macht. Wir sehen es jetzt. 17. Kam viel besser auf die Gerade raus. 16. gleich. Und hat keine Strafe bekommen. Ist jetzt auf 15. dran. Wahnsinn, was Excellent da auf der Geraden geholt hat. 14. 13. Und allerfeins, was er da jetzt an Zeit rausholt. Ich habe keinen großen Fehler gesehen von Melvin. Drache an der Box. So, ist dran. Boah, fliegt da fast der Melvin von der Strecke. Der natürlich jetzt hier ganz schnell vorbei, fährt eine weite Linie, nimmt Schwung mit außenrum vorbei. Jetzt beim Anbremsen bleibt er noch dahinter. Die beiden großen Autos hier, der Nissan GT-R gegen der Genesis X.
Tyrannen, die Pelican Karne will das wohl nicht. Schreibt es nochmal hinten an. Jetzt zwei rausgestolten, kommt er gut raus, kann er ihn dagegen? Nee, zeigt sich gleich nochmal dahinter. 24 Sekunden zum Eis. 8 Minuten noch zu fahren. Das sollte Eis sein Sieg werden. Jetzt geht Exlin daneben. Na, auf der Geraden, da geht er. Ah, jetzt außen daneben, außen rum. Er versucht, da war das wirklich außen rum. Außen rum keine Chance. Boah, guck dir das mal, wie eng das ist. Melvin hat richtig zu kämpfen. Exlin jetzt innen rein, kann nicht Linie halten. Oh, wieder Rutscher berührt sich aber nicht. Exlin geht vorbei auf den 2 mit dem Supermanöver. Wahnsinns Ding hier. Ein Riesendrift kommt aus der Kurve raus, berührt den Melvin nicht. Setzt sich am Ende noch durch. Und jetzt hat er hier 24 Sekunden zu Eis in 8 Minuten. Ich glaube, das wird nichts. Wie sieht es beim Eis raus? Der Vorderreifen. Der Vorderreifen. Also, das wird doch noch richtig eng. Es sind noch 5 Runden. Und der Vorderreifen vom Eis, ob der noch 5 Runden mitmacht, ich weiß nicht. Wir gehen aber von hinten nach vorne. Bat gerade hier überrundet vom Eis. Ja, klasse Fight. Ötchi, hast du recht. Bei allen liegen bis jetzt so. Die Jungs zeigen uns echt spannende Duelle. Super schön zu sehen. Der Drache jetzt 20 Sekunden hinter dem Steppen, weil er gerade mal in der Box war. Ansonsten gerade der Drache ja in einem riesen Fight gewesen hier mit Tommy und Co. Steffen, der auch leider noch mal an die Box musste, aber am Anfang des Rennens weit, weit vorne unterwegs war. Da haben wir den Tommy, der mit Sedon kämpft. Sedon ist gerade vorbeigegangen. Captain G ist auch nicht weit weg. Da sehen wir die Kampftruppe. Tommy lässt sich locker, ist hinten dran. Und bei Sedon ist auch der Vorderreifen gleich weg. Der kann auch noch mal die Box ansteuern. Weil das wird er nicht schaffen, noch bei 6 Minuten zu fahren. Kleiner Fehler vom Tommy. Das gibt die Strafe für Sedon, wenn er Pech hat. Ah, noch nicht. Aber Tommy ist wieder dran. Tommy ist wieder dran, hier auf eine halbe Sekunde. Jetzt 6 Minuten. Ist das Manöver? Gehen wir raus aus dem Auto. Tommy gegen Sedon und Tommy setzt sich wieder durch. Schön gemacht. Ja, der Vorderreifen ist halt platt und da kam man nicht gut raus auf das Ziel der Sedon. Wird es auch nicht lange hier folgen können, weil der Reifen vorne einfach platt ist. Der G kann sich damit wieder absetzen, aber 9 Sekunden gleich hinter der Gerd. 47 letzte Zeit auch richtig von unterwegs. Da gehört kämpft mit Flash, Medium gegen Weichreifen. Giftzwerg mit der Strafe. Gerade, also erst vor ein paar Runden da gehört vorbeigegangen, muss er sagen, Flash. Wow, Flash hier weit raus. Flash, ach, Flash hat die Strafe, Entschuldigung, ich dachte Giftzwerg. Damit jetzt auch Flash auf die 7 und da gehört auf der 6. Ah, ist auch schwer hier so ein Mittelmotorauto wie den Audi A8 um die Runden zu bringen, damit die Reifen am Leben bleiben. Das ist nicht einfach. Aber jetzt auch hier Problem bei der Gerd. Busted Genesis weggeworfen. Und hier vorne Giftswerk. Aktuell auf Platz 5. Starker Stint von ihm. Er hat sich weit nach vorne gekämpft. Aber auf der Heike mit der Viper. Echt stark gemacht. 8 Sekunden hinter Melman. Das sieht nach Platz 4 aus für Heiki. Der Viper. Da ist auch der Vorderreifen gleich wieder platt. Extra hat sich noch eine gute 4,5 Sekunden absetzen können.
Extra gerade mal 39,8 gefahren. 22 Sekunden nach vorne. Und bei Eis ist der Reifen gleich weg. Das wären zwei richtig spannende Runden für ein Eis. Der hat noch die 40er Runden. Muss noch ein paar Runden gehen. Hier der Kieswert jetzt. Das sollte sich eigentlich ausgehen, wenn er keinen großen Fehler mehr macht. Aber es sind halt noch drei Runden. Kommen wir zum Startziel mit der 41,3. Ist schon mal 2 Sekunden schneller gewesen. Excel 21,7 Sekunden Rückstand. Boah, das wäre nichts mehr. Jedes Mal bei einem Freikir und der Fahrzeug. Ja, Lord Deadline, hast du vollkommen recht. Seitdem ich ihn kenne, der fährt immer interessante Autos mit super coolen Lackierungen. Ganz klasse Typ, der Heiki. So, jetzt ist der Reifen weg. Jetzt ist der Vorderreifen weg. Und er muss noch 2 Runden fahren. Und das wird richtig schwer. Abstand jetzt bei 20,6 Sekunden. Excellent sieht das natürlich. Der pusht. Hat einen kleinen Fehler drin gehabt gerade. Aber der gibt alles. Der will hier noch den Druck aufrechterhalten auf Eis, um vielleicht irgendwie noch den Sieg zu holen. Aber es sind nur noch eine Minute 20. Oh, da ist wieder der Fehler. Also auch extra ist voller Pushen. Abstand 20,5 Sekunden. Ah, der Vorderreifen von links auch, macht bei ihm auch gleich schlapp. Aber bis zum Rennschluss sollte er durchhalten. Hat schon 6,5 Sekunden auf Melvin rausgefahren. Wir sehen es, jetzt geht die Tanklampe auch an beim Eis und der Reifen vorne ist weg. Gucken wir, was die Runde jetzt sagt. Abstand unter 20 Sekunden, jetzt schrumpft der Abstand. Jetzt schrumpft er. ...42,5 nur noch. Da hinten kommt noch der McLaren vom Watt und dann sehen wir nicht mehr den Excellent. Der kommt jetzt erst auf Startziel. Letzte Runde 40,0. 2 Sekunden schneller als Eis. Mal gucken, was diesmal die Zeit sagt. Wieder eine 1,40 hier das. 1,40,4. Trotzdem 2 Sekunden schneller als Eis. 19 Sekunden der Abstand nur noch. Wie sieht es hinten aus? Das ist die letzte. Boah, das ist die letzte Runde, ja. Watt, 21 Sekunden zum Drache. 25 Steffen. Steffen gerade nochmal persönlich letzte Runde gefahren mit 40,2. Halb zu Don. So Don fährt auch ohne Vorderreifen jetzt hier durch. Da könnte Steffen noch mal Platz gewinnen. Ist jetzt hier auch in die 43er Region abgerutscht. Dann haben wir hier den Tommy. 8 Sekunden zu Raptor G. Auch da ist der Vorderreifen gleich weg. Raptor G in seiner letzten Runde. Flash und da gehört 2,5 Sekunden auseinander. Da gehört und Giftzwerg 2 Sekunden. Giftzwerg 9 zum Heiki. Der Heiki kein Sprit mehr und 6 Sekunden zu Melvin. Melvins Reifen ist durch, Sprit ist leer. 18 Sekunden Eis zu Excellent und Eis geht jetzt hier als erster abgehoben und gewinnt das Ding. Aber da geht noch irgendeiner vorher durch, wer ist es? Ah, fährt noch eine Runde. Ja, Drache muss noch eine Runde. Ab zum Eis, herzlichen Glückwunsch Eis. Mit 18 Sekunden Vorsprung kommt er hier ins Ziel. Boah, ganz knapp. Das hätte auch in die Hose gehen können. Glückwunsch zum Sieg, Eis, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch. Excel mit einem starken Rennen auf die 2. Ein Stop mehr gemacht, hat sich am Ende nicht ausgezahlt. Dass die Reifen nicht gut genug eingebrochen beim Eis oder beim Excel haben sie nicht lange genug gehalten. Kann man sehen, wie man will. Aber das gehört sich nicht. Das gibt einer auf dem Deckel, mein Lieber. Steht, glaube ich, auch so im Reglement. Melvin hier mit dem dritten Platz auch richtig stark. Dann haben wir Heiki auch mit einem starken Rennen mit der Viper. Kann man nur Gratulation sagen. Dann kommt der Giftzwerg auf der 5 ins Ziel. Auch ein super Rennen für den BMW M6 hier mit dem Giftzwerg. Da haben wir den Gurt auf der 6, der Flash auf der 7, Top Job, der Raptor G. Danke, Bullet. Raptor G auf der 8. Tommy Gang kommt auf der 9 ins Ziel.
Und direkt dahinter der Don. Aus Don ohne Reifen. Steffen kommt hier auf der 11 ins Ziel und der Drache auf der 12. Glückwunsch an alle, kann ich nur weitergeben. Echt stark gemacht. So, wo Rain will rüber? Sollen wir rüber, Rain, zum Detonator? Er wird sich gerade hier freuen. Der gute alte Werte her. Ist er noch unterwegs? So, erstmal herzlichen Glückwunsch. Oh, Entschuldigung, da war ich zu schnell. Herzlichen Glückwunsch an Eis. Bombenrennen hat er echt gut gemacht. Über die Strategie hier den Excellen besiegt. Nochmal aus hier für Hase. Also ein Bild machen. Also, schnellste Runde, klar vom Excel mit der 38.966. Aber was für ein Rennen. Echt spannend über die Strategie. Melman, dann 10 Sekunden der Excel ins Ziel gelaufen. Der Heiki mit einem super Rennen hier mit der Viper auf der 4. Dann der Giftzwerg, der gehört Flash und Raptor G. Und dann haben wir auf der 9 der Tommy Gun. Ist der Don leider mit einem Abflug selbst verschuldet. Dann Steffen, Drache und Watt. Watt als einziger gerundet wurden leider. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, war es ein klasse Rennen. Hat echt Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei allen. Lasst uns zum Detonator rüber raiden. Er freut sich mit Sicherheit drüber. Mein Gott, hier klappt auch gar nichts mehr heute, ne? Bin auch durch, ich habe fertig. Jetzt aber. Geht doch. Also, herzlichen Dank, meine Lieben. Danke, Bullet, Moni und nochmal Bullet für die, für die Bits. Danke, danke, meine Lieben. War ein schöner Abend, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Kommt gut in die Woche und auch viel Spaß beim Detonator. Danke fürs Zuschauen, danke für den Support und bleibt gesund, meine Lieben. Ciao, ciao.